Hi, hier ist Christian und jetzt habe ich das Huawei Ascend Y550 in meinen Händen. Das ist ein Einsteiger-Smartphone, kommt in den nächsten Wochen zu einem Preis von 129 Euro nach Deutschland. Und die Besonderheit bei diesem Telefon ist, dass es schon mit LTE ausgestattet ist, nämlich mit LTE Cat 4. Bedeutet 150 Mbit im Download und 50 Mbit im Upload. Machen wir einen ganz kurzen Rundgang um das Gerät, was das Gerät so drauf hat, was es kann. Und fangen wir mit der Vorderseite an. Im oberen Bereich haben wir die Frontkamera, wir haben eine Hörmuschel und das Huawei-Logo. Wir haben ein 4,5 Zoll großes Display. Die Auflösung beträgt 854x480 Pixel. Ist ein LCD-IPS-Display, das heißt die Weißwerte, Blickwinkel und auch die Farben dürften relativ gut sein. Im unteren Bereich haben wir noch kapazitive Buttons, das heißt den Zurück-Button, den Home-Button und einen Einstellungs-Button, wo ich dann Übergänge bestimmen kann, wo ich das Layout des gesamten Systems eben etwas anpassen kann. Das System läuft schon bereits mit Android 4.4 KitKat und ist mit der Emotion UI Lite Oberfläche versehen. Das bedeutet, wenn wir mal in die Einstellungen gehen und auf die Telefoninfo schauen, können wir genau diese Daten einsehen, nämlich Android 4.4.3 müsste das sein und Emotion UI Lite Oberfläche. Das Gerät wird auch hier von einem Qualcomm Snapdragon 410 angetrieben. Ist ein Quad-Core-Prozessor mit 1,2 GHz. Wir haben 1 GB Arbeitsspeicher und einen internen Speicher von 4 GB, der nochmals via MicroSD-Karte erweitert werden kann. Das heißt um 32 GB. Dementsprechend stehen euch mehr als 30 GB dann auf diesem Einsteigergerät zur Verfügung. Kurzer Rundgang um das Gerät. Auf der linken Seite haben wir keinerlei Anschlüsse. Auf der Rückseite haben wir eine 5-Megapixel-Kamera, einen LED-Blitz und ein Mikrofon, das Huawei-Logo und im unteren Bereich den Lautsprecher. Auf der rechten Seite haben wir die Lautstärke-Wippe und den Power-Button und im Kopfbereich haben wir den Audioanschluss für die Kopfhörer. Im unteren Bereich, das heißt im Fuße des Gerätes, haben wir noch den Micro-USB-Anschluss und das Mikrofon zum Telefonieren. Und das Gerät ist unter anderem mit einem 2000 mAh starken Akku ausgestattet. Es hat eine Dicke von 9,5 mm, ist 153 Gramm schwer bzw. leicht und vornehmlich aus Polycarbonat, also einem Kunststoff, gefertigt und soll wie gesagt in den nächsten Wochen hier in Deutschland zu einem Preis von 129 Euro erscheinen. Das war's mit einem kurzen Rundgang um das Huawei Ascend Y550 hier live von der IFA. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Macht's gut.